Es wird wieder Zeit. Oh, warte mal. Oh, das gibt eine Anzeige. Das gibt eine Anzeige. Oha, oha. Das gibt eine fette Anzeige. Oh, Moment. Ich parke mein Fahrrad kurz hier, dass es gegen Lack fällt. California Fresh. Schönes Easter Egg, immer noch. Da wären wir wieder. Hat Vergangenheitsgronk die Regale aufgefüllt? Ich bin mir nicht sicher. Wir haben 4000 Dollars. Dollars, oho. Und wir wollten langsam dazu übergehen, pro Regal zwei Produkte... Wir haben das schon fertig gemacht, ne? Immer mal kurz gucken. 70 Euro und ein Punkt. Wir haben gerade erst eine Lizenz gekauft. Tee haben wir noch zu viel. Tay. Okay. Wir haben nur eine Kasse, weil ich niemanden bezahlen will, weil ich einfach... Der Alban-Simulator. Ja, aber selber einkaufen gehen, wa? So. Als ob der Türke an sich keine Läden hat. Jetzt tun wir nicht so. Ja, überall türkisch Laden. Da sieht's genauso aus, da wird genauso eingeräumt. Das verbindet uns. Ja, wir sollten die Gemeinsamkeiten suchen. Wo ist der Apfelsaft? Wo ist der Apfelsaft? Wir haben keinen mehr. Okay. Aber ich habe eingeräumt, ich kann den Tag starten, oder? Aydan ist hier. Ich kann den Tag eigentlich schon starten, oder? Wir haben von allem eigentlich genug. Ich glaube, ich hatte aufgefüllt. Davon haben wir eh noch genug. Das wollte ich noch umräumen. Ich wollte dann hier die Sprite reinmachen, damit wir die Erfrischungsgetränke zusammen haben. Okay. Ja, komm, ich mache einfach auf. Habe ich bezahlt? Habe ich die Rechnung bezahlt? Habe ich jetzt bezahlt. Okay. Haben wir die Preise angepasst? Ja, ne? Wie ich Vergangenheitsgronk kenne, wird er auf jeden Fall die Preise angepasst haben vorher. Abschnitt 6 könnten wir machen. Aber ich wollte eine Lizenz kaufen, glaube ich. Ach, da ist jetzt... Oh, da ist eine Tür. Da ist jetzt die Tür zum Lager. Wir haben das Lager aber noch nicht. So, wie sieht's aus? Nicht, dass ein Mehl gratis ist. Ja, das wird nicht passieren. Oh, Mehl. Mehl. Es ist auch nur das rote Mehl, ne? Ich guck mal kurz. Es sollte gehen. 6,60, 6,90 sieht fantastisch aus. Was für ein guter Tag, um Augen zu haben. So, kommen Sie rein, kommen Sie rein. Heute wieder super Sonderangebote. Sehr schön, sehr schön. So. Jetzt muss ich wissen, trinkst du Aydan? Leider nein. Ich trinke gerne Skyr. Aber Aydan nicht. Aydan nicht wirklich. Ich kenn's nur. Aber ich habe keinen Hass dagegen. Ich trink's nur nicht. Also, es ist mir ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. So. Oh. Da ist doch die Aydan-Musik schon. So, warte. 15,20. Dankeschön, ciao. So. Skyr trinken ist doch nicht was zum Essen? Ja, ist erstmal was zum Essen. Ja, ja, ja. Ich esse Skyr. Das ist, ja. Aber ich muss mal irgendwas reinballern. So, ja, genau. Kauf den ganzen Tee. Kauf doch gleich den ganzen Tee. Da ist doch niemand was übrig. Gott, diese gierigen Geier immer. Aber ich freue mich natürlich. Guten Tag. Das alles und noch viel mehr würde ich kaufen, wenn ich König von Kaufland wäre. Hier. Bitteschön, ciao. Alles einmal rein. Hier, Aydan, gucke. Da nimmt er. Dankeschön, ciao. Oh, da will er mal... für die schöne Haut. Ich verstehe schon. Einmal drin baden. Dankeschön, ciao. Danke für Playnight. Das Programm ist ein Träumchen. Playnight. Ich empfehle Playnight als Launcher. Man muss sich ein bisschen damit rumbasteln, damit man seine eigene Sortierung findet, aber Planet ist schon nice. So. Das alles. So. Gut. 55,70. Na klar. Noch Pommes dazu. So. Ich will das Kebab-Spiel mal spielen. So. Habe ich auch noch nicht gemacht, weil ich Multiplayer spielen wollte. Dankeschön, ciao. So, 88,50. So, 40,30. Na klar, 40,30. Let's go. Wow, da hat jemand Durst. Naja, kein Wunder, nach den ganzen Fitnessübungen, die ich immer mache. 50,80. So.
So, warte. 48, 70. So. Für einen türkischen Laden habe ich zu wenig Wassermelonen. Und ich brauche Kürbiskerne. Geile, gesalzene Kürbiskerne. Und dann würde ich meinen eigenen Stash konsumieren. Wenn ich hier Kürbiskerne verkaufen würde, ich bin ganz ehrlich, ich würde hier den ganzen Tag mit trockenen Lippen rumhängen. Drei No... Was? So. Dankeschön. 44, 80. Träumchen. Sonnenblumenkerne. Ich bin ganz ehrlich, ich bin Team Kürbiskerne. Gesalzene Kürbiskerne, voll geil. Ganzer Boden voller Hülsen. Immer eine Schale für die Hülsen. Stell dir immer eine Schale daneben und dann mal schön ausknabbern und rein da. Voll geil. Ach, ein Träumchen. Das ist der Content, Leute. Dankeschön, ciao. Das ist geiler Content. Hoffe, ich kaufe da kein Larry ein. Irgendwer trägt hier ein fremdes Gesicht vielleicht. Bim, 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 bim. Wie machst du die Preise? Ich mache immer um die 20 bis 30 Cent drauf. 2,70. Ich wollte ihn gerade behumsen. Achso. Erstmal wieder konzentrieren hier. Danke, ciao. So. Ich habe inzwischen bei ein paar anderen Streamern gesehen, das auch spielen. Und die haben dann teilweise drei Kassen und machen den ganzen Tag aber nichts selbst irgendwie. Die stehen dann nur rum. Die füllen morgens alles auf und stehen den ganzen Tag rum und warten. Wäre mir viel zu langweilig irgendwie. Und vor allem, wir können ja so bares Geld sparen, indem wir keine Leute bezahlen. So. So. Dankeschön, ciao. 65, 50. So. Ich schreibe beim Warten RPG. Was? Was? Nein, was? Hier, Punkt 5, Mann. Warte kurz, ich mach Licht an. Für unsere Kunden. Für unsere Kunden finden sie im Gang 2 jetzt Licht. 48, 10. Dankeschön, ciao. Ich habe auch gesehen, was das Spiel noch dringend braucht, ist Balancing bei den Kassen, weil wenn du drei Kassen hast, stellen sich alle Leute erstmal bei einer Kasse an, bis die voll ist und die anderen beiden haben nichts zu tun in der Zeit. Danke, ciao. Und das ist ein bisschen weird. Eigentlich müssten die Kunden sich aufgeteilt an alle Kassen anstellen. So, VML? Nee, 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 nee. Wenn du irgendeine leere Kasse siehst, dann kannst du sicher sein, stürzen nicht alle drauf. Dankeschön, 11,80, easy, ciao. So. Vielen Dank, 51,50, so soll's sein, natürlich. So. Haben Sie auch unsere Angebote aus der Wurstabteilung kontrolliert? 83,10. Eine Freude, mit Ihnen Geschäfte zu machen. So, oh, drei Tafeln Schokolade, das sieht nach Trennungsschmerz aus. Ich judge an der Kasse wieder. So, und hier ganz viel Toast und Soda. Ciao. Drei Flaschen Cola. Der Mann will streamen heute. Ciao. Oh, Junge, Junge, der sammelt Kartons. Der ist gar nicht an Lebensmitteln interessiert. Der will einfach nur mit Kartons spielen, eine Katze. So, 47. Ciao. Oha, oha, oha. 99. Werden aber schon mehr Kunden, kann das sein? Ich habe das Gefühl, die Schlangen werden schon etwas effektiver. Dankeschön, tschüss. So, ich beeil mich. 92. So. Jui, jui, jui. Ganz viel Erdnusslimonade. Limonade. Erdnusslimonade. Bah. Was denn falsch mit mir? Joghurt ist zu teuer für mich. Dann raus aus meinem Laden. Ich habe nur exklusive Kunden. So. So Schmalspursparer will ich ja nicht im Laden haben. Ja, die an meinen ausgezeichneten Preisen auch noch kritisieren. Immer nur am Rumkritteln, so kennt man sie, diese Deutschen. Immer nur am Kritisieren. So. Prima, huch, 53, 53, 70, natürlich. Bam, bam, badam, bam, bam, bam. Am besten nur gerade Preise einstellen. Ja, nee, ich mach gerade Preise, aber immer 20, 30 Cent mehr. Ich runde nie komplett auf. Habe ich am Anfang gemacht, aber jetzt nicht mehr. Da entgeht mir der Gewinn. Ich krieg's ja auch so noch hin. Huch, hier. So. Kritik bringt einen weiter, als immer nur gut zu reden. Ja, aber nicht an meinen Preisen. Meine Preise sind unantastbar. Meine Preise sind Gott. Ja.
Also, bessere Preise findest du nirgends. Vor allem, weil ich der einzige Supermarkt in der Stadt bin. Wir haben 6.800 Dollar. So. Feilsch doch nicht mit mir um 3 Cent für die Limonade. So. Dankeschön, tschüss. War's das? Haben wir noch jemanden hier? Alles klar, zum Glück sind die alle wieder raus. Ich hasse diese Kunden. Bah! Kunden. Niemand will sie, aber man braucht sie. Naja, wie es halt so ist. So, das war natürlich... Chocky Pick ist leer, ne? Ist leer. Okay. Togepi! Togepi! So. Mehl. Tolles Lied. Tolles Lied. Was für ein wunderbares Lied. So. Schnupp-di-schnupp, schnupp-di-schnupp. So. Ja, noch den anderen Kuchen. Ich schmeiß die alle schon mal rein, bevor wir hier dicht machen. Das war's. Die haben gut gekauft. Ich bin so stolz. Yelp. Okay, das war's. Ciao, Yelp. Die Produkte, was sind das hier? Ach, das ist... Wo ist denn Erdnussbutter jetzt hin? Erdnussbutter. Bei den Tosts, da wolltet ihr die haben, ne? Ich erinnere mich, bei den Tosts, stimmt ja. Hi, Gronk, sag, dass du Gifhorn toll findest. Ich verkaufe mich doch nicht für alles. Ich habe nichts gegen Gifhorn. Huch, ach so. Bupp. So. 5 Leute fanden die Produkte zu teuer. Pepites Kuchen. Warte. Wie sieht's aus? 4,84. Da mache ich jetzt 5 draus. Eine saubere 5. Alles klar. Easy peasy. Wir brauchen ein Choki Pick. 2 Crispy Chibi. Ein Choki Pick. 2 Crispy Chibi. Wo war denn der? Da. 2 Crispy Chibi. Kaffee. Ein Kaffee. Tee eigentlich nicht. Ein Käffchen diesmal nur. Kaffee geht heute nicht so gut. Ha. Einen Bon Papa. Ich glaube, davon können wir auch noch einen. Ne, brauchen wir nicht. Einen Bon Papa. Und 2 Schokolade. Einen Bon Papa und 2 Schokolade. 2 Schokolade. Wo ist denn der Bon Papa? Das war der hier, ne? Da, 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 da. Und einmal Süßilis. So, einmal Süßilis, einmal Süßilis, einmal Süßilis. Hier. So. Wenn ihr noch irgendwas haben wollt, sagt Bescheid, ne? Ich ignoriere das dann einfach. Einmal Erdnussbutter, 2-mal Tost. Einmal. Oh, ich mach 2-mal Tost. Erdnussbutter machen wir nächste Runde. 2-mal Tost. Kaufen. Einmal Erdnussbutter. So. Und schon mal einräumen jetzt. Der Gaffi. So. Reicht. Ich bräuchte Salz. Haben wir ja schon. Salz haben wir. 5 Pariser XXL mit Wurstgeschmack, bitte. Aber die brauchst du nur zum Kochen, nicht zum Vögeln, ne? So. Was ist das für Mucke? Hey, Leute. Besucht meinen Laden an der Autobahnausfahrt A87. So. Jetzt bei Larry's Dreamworld. Frische Gesichter zum Anziehen. Schokolade. Mein Lager ist die Straße. So. Dann der Papakuchen. Die Konkurrenz zum Mutterkuchen. Der Papakuchen. So. Lecker. Wird in der Pfanne angebraten. Bah. Bah. So, noch ein bisschen Schoki. Schoki-Moki. Und dann hier nochmal Schoki-Peek.
Einfach lecker. Das Erlebnis von Chockipik. So, kann ich einmal draufstellen? Kann ich nicht. Stell ich in die Wand. Ach, hier mal auch noch. Ding, bing, bididi, bing. Der Papakuchen ist mit Bierteig. Der ist mit Armhaaren wahrscheinlich. So, Tost. Rein mit dem Tost. Wir haben viel Tost verkauft. Bar Erik? Hä, was hast du gegen Armhaare? Die gehören in jeden guten Kuchen. guter Armhaarkuchen. So. Okay, das war's erstmal, ne? Erdnuss habe ich schon drin. Ein Rot. Ein Blau. Ein Rot, ein Blau. Fingernägel im Teig. Bah. Bah. Ein Rot, ein Blau. Wo war denn Blau? Blau war da oben, ne? Hier, ein Blau. Nudeln. Zwei. Drei Nudeln. Nudeln gingen gut. Drei Nudeln und... Oh, zwei. Würde sogar sagen, drei Spaghetti, ne? Ich mach mal zwei Spaghetti. Ja, zwei Spaghetti. Das wird schon gehen. Zwei Spaghetti, Baby. Zwei Spaghetti, Baby. Never forget it, Baby. Susu. Ein Susu. Zwei Basmati. Ein Susu, zwei Basmati. Ein Susu. Ach, wir haben schon. Dann kommt gleich noch ein Susu. Bam, 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 bam. So. Dann hier. Gibt's auch Ladendiebe? Nein, nur euch, die Herzensdiebe. So, warte. Mehl. So. Hä, was... Was denn jetzt mit euch? Hä? Warum seid ihr jetzt so? So. So. Dritter Karton Nudeln. We deliver. Was die Leute wollen, das haben wir. Dann lieber Haare im Kuchen. Ihr seid so romantische Seelen einfach. So. Dann ist Spaghetti. Spaghetti. Oh ja, stimmt. Ja, wegen Fable Trailer. Es gab noch den mit dem Dingens. Den Trailer aus dem letzten Jahr. Das hatte ich vergessen zwischendurch. Vorhin. Und das beschäftigt dich die ganze Zeit noch bis jetzt? Okay. Tut mir leid. Mit Ayurvadi. So, okay, weiter geht's. Das Spiel sieht erstaunlich spaßig aus. Deine Definition von Spaß würde ich gerne wissen. So, warte, wir haben hier noch ein paar Kartons mit Joghurt. Der gute Joghurt. Hat sich nicht so gut verkauft. Oh, Lara, danke für den Raid. Hallo, liebe Lara. Ich küsse deine Seele, liebe Lara. Hallo, ihr Lieben, guten Tag. Hier wird heute auch sehr schön gesungen, ja? Gut, ich muss zugeben, ja, ich habe natürlich nicht so eine Rockerröhre wie die Lara. Meine Stimme ist eher von engelshafter Zärtlichkeit. Hallo! Oh, wie schön. Ihr habt Tomb Raider gespielt, ne? Ich habe, vielleicht habe ich euch ein bisschen gestalkt, als ich nicht gestreamt habe. Ihr habt bestimmt immer noch Tomb Raider gespielt. 100 Pro. Seid ihr weitergekommen? Warte, hier nochmal Wasser, Wasser, Wasser. War mega cool. Ich muss ein Geständnis machen. Ich habe damals... Ich hatte keine Play-Z. Ich habe die ersten Tomb Raider-Teile nie gespielt. Wo ist die Musik? Kennst du das im Club, wenn du, wenn du gerade so ein geheimes Geständnis machst, auf einmal ist die Musik weg und du schreist das dann voll? So kam ich mir gerade vor. Ich habe die originalen Tomb Raider-Teile nie gespielt.
Und die Musik ist gerade nur eine Playlist, die wir einfach so angemacht haben. Ich weiß auch nicht genau. Ich habe nur die neuen gespielt, leider. Was ist denn das für Musik, sag mal? Ist das nicht das neue Lara-Album? Warte. Zweite Teil war mega, war mein erstes PS1-Game, als ich 9 war. Mann, ich hatte nie, ich hatte nie. Falscher Karton. Ich hatte leider nie eine Playsee, deswegen sind die komplett an mir vorbeigegangen. Leider, leider. Die 9 habe ich alle gespielt, fand ich auch alle gut. Mehr oder weniger. Waren mal so, Hits and Misses, ne? Aber. Ah, die alten sind. Ich gucke auch gerne zu dabei, ich habe die auch gerne dabei zugeschaut. Aber ich spiele die halt nicht selber. Das ist, naja, das ist. Ich glaube, das ist okay. Tomb Raider gab es auf dem PC, aber viel später erst. Und das auf DOS. Und das war super hakelig. Damals waren halt Konsolen noch geiler. Ja, heute PC Master Race. Damals die Konsolen richtig geil. Wenn du damals eine Konsole hattest, warst du einfach Chief. So, warte. Ich sortiere eben nochmal Salz um. Ja, ihr spielt Tomb Raider, aber wir sortieren Salz um. Denk mal darüber nach. Was hier abgeht einfach. Was hier für eine Party läuft gerade. Ich schalte die Musik gleich um. Ganz ehrlich, was ist das? Was ist das denn? Hä, ist auch nicht besser. Never die old. Was? Das ist aber eine Scheißeinstellung. Never die old? Ja, stirb mit 20. Hä? Voll dumm. Sowas sagen nur dumme Leute. Hört nicht auf Musiker, die haben keine Ahnung vom Leben. So, warte. Ganz kurz. Ich würde gern schon mal einen Karton mit Sprudel umstellen. Ja, das geht hier nämlich ab. Ihr spielt Tomb Raider und wir sortieren Sprudel um. Oh ja, oh ja. Siehst du genau an. Die Action. Oh, jetzt kommt der Sprudel hier rein. Guck mal. Oh, geil. Oh, geil. So viel Sprudel. Oh, nice. Und der wird neu sortiert. Überleg mal, der ist jetzt brandneu sortiert. Gott, ich liebe dieses Leben. Ein Leben auf der Überholspur. So, okay, warte. Wenn du es kannst, stirb im Winter. Warum? Ich, warte. Vielleicht einfach gar nicht. So, geil. Alles umsortiert. Warte mal, da ist noch was, ne? Da. Ha. Alles umsortiert und es passt alles. Oh, oh ja, Baby. Oh ja. Oh ja, die volle Ladung. So. Ayran, brauchen wir noch ein bisschen? Eine Ladung Ayran, let's go. Eine Ladung Ayran. Sei doch jetzt nicht albern. So. Und wir brauchen noch O-Saft, brauchen wir nicht. Ein Apfelsaft. Und die Billo-Cola brauchen wir eigentlich dreimal. Einmal Apfelsaft und dreimal Billo-Cola. Einmal Apfelsaft, dreimal die Billo-Cola. Hier. 4 Stück kommen wir noch. Nee, ich habe kein Lager. Ich weiß auch gar nicht, ob ich eins will. Unser Lager ist die Straße, unser Lager ist das Leben. Mein größtes Lager ist mein Herz. Ich brauche 3 Eier. Frag bitte nicht, warum. Ich brauche 3 Eier. Ich brauche 3 Eier. So. Sonst haben wir alles eigentlich, ne? Ich glaube, sonst haben wir alles. Käse. Ich nehme mal 2 Käse. 2 Käse nehme ich noch. Oh, Leute. 2 Käse. Ziehst du rein. Ich nehme einfach 2. Ich kann nur 1 Käse nehmen. Oh, fuck. Oh, fuck, Leute. Es ist nur 1 Käse, Leute. Leute. Es ist nur 1 Käse. Oh, shit. Oh, Gott. So. Ganz ehrlich, wir brauchen schon GTA 6, wenn man nur 1 Käse hat. So. Sag mal, was ist denn mit der Musik los? Was ist das für eine Kack-Playlist? Ne. Was ist das denn? Das sollte euphorische Musik sein. Ich wollte euch euphorisch machen. Mach lieber die Larry-Musik wieder an. Warte. Hier.
Oh ja. Hallo, mein Name ist Erik. Am Wochenende arbeite ich gerne als Aushilfe im Laden um die Ecke. Und das ist meine Geschichte. Friends will be friends forever. Das ist so Sitcom-Musik einfach. So, einmal hier rein und einmal da rein. So, wunderbar. Was haben wir hier? Susu! Endlich ist mein Susu da. Rein mit Susu. Susu Beste. So. So, Billo Cola. Ich habe das Gefühl, wir haben zu viel Cola gekauft. Wir haben drei Billo Cola gekauft. Zwei wären schon zu viel. Ah, shit. So, shit, kacki, fuck. Ah, shit, kacki, fuck, wir haben zu viel Cola. Die maximalen 10 Bestellungen nerven? Ja, die nerven wirklich. Ich gebe dir uneingeschränkt recht. 20 müssten es sein. Vor allen Dingen später wird es noch schlimmer, ne? Okay, Leute, Eier. Ich finde das Lager mega überschätzt. Ich weiß, es ist günstiger jetzt, aber ich finde das Lager immer noch mega überschätzt. Auch Mitarbeiter. In dem Spiel. Mega überschätzt. Warum hast du noch keine Mitarbeiter? Weil die scheiße sind. Im Spiel. So. Einmal Eier könnten wir noch. Brauchen wir noch was? Ich glaube, wir haben alles, ne? Für den nächsten Tag. Okay, wir könnten noch zwei Grün holen. Zwei Grün. Ha. Ich überlege, wir haben 6.000 Dollar, ne? Ich sag's nur. Wenn wir Rechnung bezahlen, haben wir immer noch 6.000 Dollar. Und wir könnten... Die nächste Lizenz. Toilettenpapier. Oder? Bleichmittel, Reiniger, Geschirrspültabs, Handseife, Shampoo, Toilettenpapier. Haben wir den Platz dafür? Dachte jetzt, komm, wir können das Lager kaufen. Ach bitte, mach dich nicht lächerlich. Warte. Ich überlege gerade, ob wir mehr auf Platz gehen sollen, lieber. Warte. Was ist denn mit diesem Playlist? Willst du dich verarschen? Alle Vögel sind schon da? Warte mal. Ich... Hey, so. Jetzt aber. Ich glaube, jetzt haben wir mehr Glück. Welch ein vorzüglicher Stream das doch ist. Es erquicket mein Herz, dass er euch Vergnügen bereitet. Gesperrt. Aha. Dann bau doch keine scheiß Tür zu meinem Laden, wenn er gesperrt ist. So, gesperrt. Da kommt noch Kühlschrank, der geht. Der geht der Gute ran. Und wir machen hier Süßigkeiten. Machen wir Süßigkeiten? Oder wie machen wir hier? Ich weiß nicht, du sage mir. Wir müssten zwei Süßigkeiten, die kriegen wir da, glaube ich, hin, ne? Das sollte gehen. Meine Damen und Herren, besuchen Sie auch unsere Käsetheke. Es erwartet Sie ein fluffiger Nuss-Camembert aus dem Hause Grünkern. Warte, die Sache muss ich jetzt woanders hinstellen. Ich stelle die erstmal...
Ich habe das Regal noch offen. Bim bam bum. Sehr geehrte Damen und Herren, eine Produktinformation. Genießen Sie jetzt die gute rote Rebe aus dem Winzergut Schluraffenheim für nur 3,99 Euro. Passend dazu ein kleines Entrecot aus dem Tiefkühlregal von Dr. Oetker, gerade im Preis reduziert für nur 4,99 Euro. Beachten Sie auch die Sonderangebote in unserem Prospekt, das Sie natürlich kostenlos der Kasse entnehmen können. Bim bam bum. Ah. So. War mir wichtig, einfach mal zwischendurch kurz eine Durchsage, damit die Kunden Bescheid wissen. So. Warte mal, das Regal stelle ich lieber woanders hin, oder? Ich parke das mal kurz hier ab und probiere mal, ob ich das hier... So. Kann ich das noch da dran stellen? Ich meine, wir brauchen das Lager gerade eh nicht. Also scheiß auf die Tür. Ah, jetzt kann man nichts mehr vor die Tür stellen. Oh, leck mich. Jetzt kann man nichts mehr direkt vor die Tür stellen. Oh, fuck my life. Die Tür hat eine Hitbox. Ah! Ah! Oh Gott! Das ist doch scheiße! Bah! Ja, gute Frage. Passt da hinten eigentlich noch? Wenn ich jetzt hier sage... Das passt nicht dran, ne? Natürlich passt das nicht dran. Was? 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 Wo kommt denn jetzt das Gestöhne her? Wenn ich mir die Augen, wenn ich die Augen zumache, dann singt die Lara gerade für uns. Ah. Erst geraided und dann, ach, ist einfach schön, das ganze Paket. So, was mache ich mit den Süßigkeiten? Ich stelle wieder dahin, oder? Die passen da nicht rein. So. Wunderbare Ladenmusik gerade. Das ist einfach untragbar, aber wir müssen es momentan hinnehmen. Warte. Wow, sieht furchtbar aus, aber naja. Schiebe die anderen Ticken nach vorn. Ich lasse es erstmal so, bis wir ausbauen. Ja oder nein? Ja oder nein? Ich wollte eine Lizenz holen, aber ja. Sollen wir lieber ein Stück Platz holen? Ja, okay. Okay, überwiegende Meinung, okay. Oha! Oh, welch Freude! Euphoria! Hätte ich vorher machen sollen. Und das passt ja auch ideal hier ran. Hä? I'm very happy. Oh, look at this. Mm. This is the best supermarket. Ja, ein Traum wird in Erfüllung. Ein Traum wird in Erfüllung? Ein Traum erfüllt sich. Mm. Luki, Luki! So. Was stelle ich jetzt da hin? Ich könnte die zwei Öl hier wegräumen, aber ich habe natürlich auf der Rückseite Kühlschränke. Soll ich die hier nach vorne? Nee, kann ich nicht, oder? Wie mache ich das jetzt? Hier ist halt auch wenig Platz drin, aber ist mir egal. Okay, wir haben hier Süßkram. Haben wir noch was, was wir beim Süßkram hinstellen können? Salz.
theoretisch Susu, oder? Susu mit dem leeren Regal? Dann haben wir vorne mehr Platz, vielleicht für eine Kasse, man weiß es nicht genau. Und dann stelle ich das aber hier hin. So. Du brauchst langsam Überwachung. Ich vertraue unseren Kunden. Weil das sind die besten Kunden, die man haben kann. Unsere Kunden sind die besten. Weil die bei uns Geld ausgeben. So. Was ist denn jetzt? Okay, ich packe mal Mehl da hinten hin. Passt das da rein? Oh, shit. Oh, fuck my life. So, boah. Wo hast du den Gönnergy? Auf der 1 hier. Warte. Ich muss jetzt alles nach und nach daneben stellen, ne? Alles, was ich da hinstellen will. Wir haben hier Mehl, daneben packe ich das Öl von hier drüben. Das wird erstmal ugly werden, aber wir sortieren gerade ein bisschen um. Oh, fuck my life. Das darf nicht wahr sein. Ich muss das Regal hier wegräumen, ne? Es hilft nichts, Leute. Wir müssen, das geht nicht. Nimm noch Salz und Zucker daneben. Das kommt gegenüber. Wir haben jetzt hier ein bisschen mehr Platz dazwischen. Wir lassen jetzt ein bisschen mehr Platz dazwischen, weil wir haben den Space, Leute. Wir haben den Space. Und Reis würde ich auch gerne mit reinmachen, weil wegen, ne, hier ist Mehl und so, da kommen Nudeln und Reis. Wo sind die Nudeln? Die Nudeln waren hier irgendwo, ne? Ah, wir haben noch ein Nudelregal. Mach ich gegenüber. Passt doch super. Ich muss eh alles neu sortieren hier. Und ich freue mich schon. Ich freue mich schon, wenn wir wieder Erweiterung kaufen und wieder umsortieren müssen. Und dass hier alles für den Arsch war. Das wird der best moment of my fucking life. So, warte, das hier kommt hier hin. Boah, was das für eine Änderung gemacht hat gerade, ne? Oh, nee. Warte. Irgendwie, warum kann ich das so weit nach hinten setzen? Das passt. Süßkram. Fuck das Lager. Ich glaube fast, ich sollte den Toast hier mit zu den Teigwaren stellen, oder? Die Kunden finden doch nichts wieder. Die sind verwirrt, wenn die hier reinkommen. So, warte. Was? Oh, Luni, danke für den Raid. Dankeschön. Herzlich willkommen. Hallo. Wir sind Stinky, was? Ihr kommt rein und nennt euch stinkend. Also ich muss aber sagen, unsere Zuschauer hier riechen immer nach ganz teurem Parfum. Und frisch geduscht. Das zeichnet unsere Zuschauer hier aus. So. Und sie sitzen alle in Abendgala vor dem Stream. So, warte. Ich hasse es, wenn der Supermarkt umräumt, da findet man nichts mehr. Aber ich mache das ja gerade, damit man die Sachen wieder findet. Oh Gott, da ist eine Kante, die übersteht. Warte kurz. Amarelli, das hat keiner gefragt. Ich will keine Regale einpacken. Ich weiß es, aber es hat wirklich niemand gefragt. Also sieht auf jeden Fall schon besser aus. Wir könnten bald eine zweite Kasse machen, vielleicht. Eventuell, das ist noch furchtbar. Vielleicht, eventuell, ich weiß noch nicht genau. So, warte. Das Lied ist komisch. Gerade eben war noch cool, aber jetzt ist wieder komisch. Als Lara noch gesungen hat, war alles schön. Bap. Warte. Sag mal. Hey.
Hey Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und das ist meine Geschichte. Wie jeden Tag arbeitete ich in meinem Supermarket. Ja, das ist Market. Wie ein Market, aber er ist super. Und er ist super, weil wir super Dinge verkaufen an super Menschen zu super Preisen. Ja? An einer super gelegenen Einkaufsstraße, in einer super Stadt und alles ist einfach super. Doch eines Tages, es dürfte der 3. November gewesen sein, da kaufte ich eine Ladenerweiterung und musste alles neu umsortieren. Can you believe it? Ja, can you believe it? Alles neu machte Mai. So, Peter Maffay. Wir haben echt viele leere Regale jetzt, ne, irgendwie. Ich würde gerne den Toaster hinballern. Oder hier zum Reis oder so, ne? Also wegen... Oder das Salz ein weiter und den Toast hier zu den Spaghetti packen. Das kann hier bleiben beim Süßkram. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Nächste Runde. Wenn wir die Lizenz kaufen, fehlt uns die Kohle, um die Sachen zu kaufen. Uns fehlt dann die Kohle, um die Sachen, um die Regale zu füllen. Wir machen nächste Runde. Ihr kennt doch diese verschissenen Kunden, ja? Die kommen wieder rein. Oh, Klopapier, Klopapier. Warum kein Klopapier? Obwohl wir noch gar keins im Angebot haben. Es wird genauso laufen, ihr wisst es. Preis habe ich angepasst. Ich glaube, ich kann direkt loslegen. Es sieht sehr leer aus. Aber ihr müsst euch vorstellen, das ist wie die Leere in eurem Herzen, ja? Es ist noch sehr viel, da sind sehr viele Sachen drin, aber ihr seht sie einfach nicht. Weil da einfach noch so unglaublich viel Platz ist. Deswegen habt ihr diese Leere im Herzen. Weil ihr viel Platz im Herzen habt. Ja. So. Ich mach mal open und wir gehen wieder ran. So. Prost. Das Wasser hat noch keinen neuen Preis. Aber ich habe die Preise eingestellt. Ich habe doch die Preise eingestellt. Das Wasser. Kuchen war das Einzige. Wasser auch? Wo siehst du das? Das war doch heute nur Kuchen. Wasser hat keinen geänderten Preis. Wie kommst du auf Wasser? Alles tippitoppi mit dem Preis. Der ist spitze. Was ist mit dem Kassierer passiert? Der hat penetrant gestunken. Der war nicht gut genug für unsere Kunden. Junge, haben wir viel Platz jetzt. Ein Traum. The American Dream. It's not as it seems. I opened a supermarket. Oh Gott. So. Los jetzt. Badam bam bam. Bam badam bam bam. So, nächste Runde. Nächste Runde kaufen wir neue Lizenz. Hallo, Gnädigste. So. 23,10 Euro. So. Bam, 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 bam. Oh. Oh, da singt ja wirklich jemand. 45 und 60. Mein Herr, Dankeschön. Ist so ungewohnt, dass da so viel Platz ist. Dankeschön, ciao. Yeah, Supermarket-Song. Warum ist das nicht der Supermarkt-Song? Dankeschön, ciao. Wir haben so geil viel Platz, ist einfach ein Traum. Ich liebe alles gerade daran. So. 29. Sieht richtig leer aus. Ja, ja, wir haben gerade Platz geschafft. Und alles einmal umgeräumt, damit Kunden auch schneller was finden. Und dann gibt's ab morgen hoffentlich schon Klopapier und so. So. Wir machen alles einmal, damit ihr happy seid. Ja, damit... Es geht immer nur um den Endkunden. So. Dankeschön, tschüss. Deswegen haben wir immer die besten Waren zu den besten Preisen. So.
wirklich alles. Besuchen Sie unsere Sexabteilung. Was? Wechselgeld? Nichts? Dankeschön. Mein Herr, vielen Dank. So, 38,3. Lücke zwischen den Regalen machen wir, wenn es noch weiter nach hinten geht. Dann lasse ich eine Lücke dazwischen. Damit wir nicht dauernd außen rumlaufen müssen. 35,90. Natürlich, gibt's wieder zurück. Oh, Entschuldigung. Habe ich. Ha! Dankeschön. Warten Sie kurz, ich höre gerade noch einen neuen Podcast. So. Ich bin eine Lobbyhow. Ich muss noch Podcasts hören. Warte, 2,60 sagst du? Dankeschön, tschüss. So. Und 74,80. Na klar. Junge, Junge, heute kaufen die aber wie Sau. Was ist denn los? 112,70. Oh. Merci. Kaufen die je nach Ladengröße oder was? So, ciao. Dum, dum, dum. Dankeschön, tschüss. So, wupp. 67,50. Bam, badam, bam, bam. Schnupp, schnubbeli, dup, du, schnappli, du, schnabbeli, bau. So, dankeschön, tschüss. Ich liebe es, wie Leute es passend haben und die haben es echt oft passend. 24,90. Bam, badam, bam, badam. So, vielen Dank, mein Sir. Mein Sir. Vielen Dank, mein Sir. So. Ich wünschte, man könnte seinen Laden auch benennen. Irgendwie fehlt mir das noch. Weiß, wie es euch geht, aber ich würde meinen Laden wirklich gerne benennen und am liebsten auch die Mitarbeiter, die man einstellt. Oder vielleicht die Kunden wieder, ne? Dass die Twitch-Namen haben. Das wäre halt geil. Das würde ich mir auch noch wünschen. Dankeschön, tschüss. Was ist das? Charlie Brown Musik? 29? Okay. Dankeschön, tschüss. Ich mach kurz Licht an. So, das war's schon für Sie. Aber das war heute wenig, wa? Ach, weil der Kühlschrank noch voll ist, sagen Sie. Na ja, klar. Sie haben letztes Mal auch so zugeschlagen. Dankeschön, Herr Tomic-Shirt. Mir fehlen noch die Rentner, die ihre Lebensgeschichte erzählen, wie ihre Münzen zählen. Ja, wissen Sie nicht? Ich war ja heute wieder beim Häkel, August. Und die haben jetzt die Preise erhöht. Da weiß ich gar nicht, ob ich jetzt noch häkeln soll. Weil mein Neffe ist ja auch nicht mehr in dem Alter, wissen Sie? Der ist ja auch schon erwachsen inzwischen. So. 59? Na klar. 90. Wie? Wo? So. Die Schlange wird immer länger. Achso, beim Erzählen. Ja, warten Sie mal. 1, 2, 3, 4. Oh, das war 2. 5, 6, 7, 17, 19. Oder doch 18. Oh, jetzt hab ich, oh, jetzt weiß ich nicht genau. So, warte. Ah, nein, nein. Also, nein! Jawohl, geht auch. Nein! Mann! So, Entschuldigung. Gucken Sie mal selber rein, ja? So, ne? Wo? Selbstbedienerkassen wären ja der Shit. Ich weiß noch nicht, ob sowas kommt. Ich weiß noch nicht, ob die jeder nutzen würde. Wir haben zu wenig Licht inzwischen wieder, ne? 59, 70. Wir müssen die Ausleuchtung neu vornehmen. Hey, das ist Lara. Ich habe Lara gesehen gerade. Oh, die sollen kommen, die Selbstzahlerkassen. Oh. Der nimmt sich viel vor, der Kollege. Dankeschön, ciao. 69 Lul. Ich bin so lustig. Okay, 33,70. Dankeschön, tschüss. Lara! Hast du Tomb Raider-Oberteil an? Komm wahrscheinlich gerade aus dem Stream. Das kann sein. So. Dein fucking Ernst? Für einen Käse belästigst du mich? Hier, ins Gesicht.
meine Zeit nicht wert. So. Die respektieren aber meine Zeit nicht. Dankeschön. Wir brauchen mehr Licht in diesem Laden. So, mal gucken, was Lara kauft. Ich judge. Sehr viel Süßkram, sehr viel Eier, sehr viel Nusszeug. Ganz viel Kaffee für die Streams und Kuchen. Oha, oha. Da war jemand süßen Zahn gerade, wa? Tschüss, dankeschön. Guten Stream. Ah. Sei froh, dass sie nicht nach Wechselgeld fragen. Kommt bestimmt später noch. So, wupp. Dankeschön. Dankeschön, tschüss. Schon 21 Uhr, krass. Alter, wo ist denn der Ayran hin? Junge! Oh. Bim, 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 bim. Gut verkauft heute. Ich beobachte ihn, damit er nicht klaut. Guten Abend, Sir. Ach, Sie wollen bezahlen? Na klar. So. So, wupp, 70,30 €, na klar. Dankeschön, tschüss. Gut. Wir werden morgen viel bestellen müssen. Ich kann ein bisschen schon jetzt einsortieren, aber... Oh Gott, ist das dunkel hier hinten. Ich sortiere schon mal ein bisschen Scheiß. Weißt du was, ich mache das morgen früh. Let's go. Einer von was zu teuer, aber ganz ehrlich, das ist nicht relevant. Pepites Kuchen und Salz. Pepites Kuchen, Pepites Kuchen. 4,14, scheiße. Mach ich 4,30. Und Salz. Salz, 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 Salz. 2,70. Let's go. So, jetzt kommt der beste Part vom Game wieder. Haltet euch bitte fest. Vielleicht auch an einem Partner neben euch. Denn jetzt kommt die Aufregung. Woo! Habt ihr gesehen, wie ich 3 Tee eingeräumt habe? Bsmadi? Bsmadi. So, hier ist noch ein Papakuchen drin. Woo! Junge, die Action hier gerade. Ich kann es selber gar nicht fassen. Ist das blaues Mehl? Ein blaues Mehl. Geil einfach. Geil. Ich habe niemanden zum Festhalten. Dann müsst ihr euch jetzt untereinander im Chat kennenlernen. Der Toast noch da hinten? Ja. Hat niemand Toast gekauft? Okay. Enttäuschend. Direkt Eisprung bekommen? Verstehe ich. Kein Judgment auf meiner Seite. So, wupp. Was haben wir hier? Joghurts. Die guten Joghurts, aber da, die reichen ja auch ewig. So. Die liegen schon seit einer Woche hier. Was haben wir hier für Getränk? Toll. Das kann man echt gut erkennen. Ich habe keine Ahnung. Hier oder da? Da. Bim, 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 bim. So, Wasser. Würdest du eher zu Let's Dance oder in den Dschungel? Ich, sehe mich bei beidem nicht, wenn ich ehrlich bin. Warum ist das eine Frage? Warum habe ich nur die Wahl zwischen den beiden? Let's Dance im Dschungel? Ja, aber nackt dann. So, warte. Bei Let's Dance mit so einem flotten Hüftschwung? Die anderen haben keine Chance. Huch, hallo, warte, warte. Ja. Frauentausch. Die Pan haut mir in die Fresse. Und ganz ehrlich, sie hätte recht damit. So, wir haben 3.800 €. Wir haben 3.800 €. Ich glaube, wir könnten heute Lizenz kaufen. Ich glaube, wir könnten uns eine Lizenz... Ja, ich glaube, das würde reichen, ne? Ich muss aber erstmal... Ich muss erstmal Regale auffüllen. Erdnuss. Einmal Erdnuss. Zweimal Kaffee. Einmal Erdnuss, zweimal Kaffee. Einmal Erdnuss, zweimal Kaffee. Wupp.
So. Einmal Crispy, zweimal Chocki. Einmal Crispy, zweimal Chocki. Na, zweimal Chocki. Einmal Crispy. Rob. So. Badam, bam, badam, bam, bam, bam. Big Papa brauchen wir nur einen, ne? Ein Big Papa und ein Pepite. Ein Big Papa und ein Pepite. Ein Pepite? Ein Pepite und ein Big Papa. Okay. Wie viel haben wir noch? Zwei Stück können wir noch kaufen. Dann will ich noch ein Chocolate und ein Süßi. Zwei Süßi. Ich kaufe einfach zwei Süßis. Let's go. Zwei Süßis. Wupp. Und dann kaufen wir erstmal. So. Bam, badam, bam, bam. Sag mal, was soll denn das? Arschloch, verpiss dich. Der hat meine Kartons umgeworfen. Ich hab gesehen. So. Naked Attraction. Ja, aber ich möchte gerne ein Wandpimmel sein bei Naked Attraction. Das wäre ganz fantastisch. Würde ich mich mega freuen. Und dann in einem gar nicht unangenehmen Gespräch sich gegenüberstehen. Ich finde, das wirkt alles sehr natürlich bei Naked Attraction. Und für keinen ist es unangenehm. Oh, das war's schon? Nein. Nein, das war's schon. Ja, das Auffüllen ist ein bisschen lästig, aber ich glaube, das ist der Hauptteil vom Game. Aber jetzt am Wochenende sollen Mitarbeiter kommen. Da war doch jemand. Es sollen Mitarbeiter kommen, die auffüllen. Jetzt am Wochenende soll es ein Update geben. Ich sag's nur. Ich weiß, ihr seid hyped. So. Chucky Beak. Bim, bim, bim. Musik ist auch toll wieder. So. Da fehlten doch mehr, als ich dachte. Noch ein Chucky Beak? Haben wir, glaube ich, soweit voll, ne? Also da wird nicht mehr viel gehen, glaube ich. Ja. Habe ich vielleicht ein bisschen zu viel gekauft, aber ist auch egal.